Die Nationalparkstadt Frankenau liegt in Nordhessen auf einer Anhöhe des Kellerwaldes zwischen 350 und 600 Höhenmetern. 60 Kilometer südlich von Kassel. Der Ort gehört zur Tourismusregion Kellerwald-Edersee. Die Stadt Frankenau hat ja in vielen Bereichen eine ökologische Ausrichtung, nicht nur mit dem Naturschutz-Großprojekt der Archi-Region, sondern auch in anderen Bereichen versuchen wir, dem Klimawandel entgegenzutreten und uns mit einzelnen Schritten dort zu beteiligen. Auch hier bei der Umstellung der Stromversorgung der Stadt Frankenau haben wir für alle Abnahmestellen seit Januar diesen Jahres Ökostrom, Naturstrom, und der ist nach dem, was die EWF uns an der Stelle bescheinigt, CO2-neutral. Und das ist ein Beitrag, den wir auch hier gemeinsam mit der EWF als Versorger der Region leisten wollen. Natürlich passt das auch zu dem Thema Nationalparkstadt. Das ist ein Baustein von vielen. Und die Nationalparkstadt Frankenau, die erste hier im Lande Hessen, da sind wir natürlich dann besonders stolz drauf, dass wir das sind und dass wir hiermit wieder einen weiteren Schritt gemeinsam gehen konnten.